Servus, liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt heute unseren Strohtag, müssen einiges machen, werden zuerst mal hier die Strohballen pressen, ein bisschen auf Vordermann bringen, nämlich hier und hier und hier und hier. Wir haben so viele Strohballen zu pressen, das ist Wahnsinn. Deswegen machen das auch hier unsere Top-Leute, die das schon ziemlich zügig hinbekommen. Halt, ich sollte die nehmen, die frei ist. Die brauchen nämlich 4 Tage dafür. Parallel dazu können wir natürlich auch hier mit den etwas jüngeren Kollegen, naja gut, jünger ist der jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber noch nicht so ganz erfahren, die Strohballen, die bereits gepresst wurden, einsammeln, so dass wir hier schnellstmöglich das Ganze wieder sozusagen neu erntebereit, einsehbereit erstmal kriegen. So, 4 Felder sind auf Arbeit. Das sieht gut aus. Unser Lager sieht auch schon wieder ganz gut aus, denn wir haben den Hafer ein bisschen erhöht. Sommergerste sieht wunderbar aus. Wir werden uns jetzt auf alle Fälle mal 2 Felder rocken. Wenn es geht, nochmal 2 Felder Mais und dann auf alle Fälle auch um die Silage kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig. Da müssen wir einiges noch machen. So, unser Handelsmarkt, wie sieht der aus? Da sind noch ein paar Lieferungen drin. Gut, Stroh können wir auf alle Fälle mal machen. Wir gucken mal, Silage geht natürlich noch nicht. Machen wir mal das andere System. Wir gucken erstmal hier nach den besten Preisen. Ja, Roggen, Mais, Wintergerste ist immer gut. Silage geht leider noch nicht. Und jetzt habe ich schon wieder einen Fehler drin. Wunderbar. Also wenn ich das nach Preis sortiere, ist das für die Füße und klappt nicht so ganz. Wird aber hoffentlich trotzdem angenommen. Hafer 1,41. Kalbfleisch ist nicht so toll im Preis, muss ich ehrlich sagen. So, Milch geht sowieso. Oh, diesmal kommt kein Fehler, okay. Also kommt der Fehler, wenn ich das nach dem besten Preis sortiere. Auch nicht gut. So, Silage ist eine ganze Menge. Stroh haben wir hier aber auch noch ein bisschen was. Das ist gut. Wintergerste sowieso. Weizen können wir eigentlich auch bedenkenlos annehmen. So, das hat sogar geklappt. Wunderbar, so dass wir nämlich auch hier weiterkommen. Wir sind ja immer noch bei 4-3. Also da geht's noch nicht so richtig vorwärts, aber hier geht's richtig ab. Das heißt nämlich, unsere Felder können gepflügt werden. Das ist ganz gut. Da haben wir ja auch mehrere Garnituren zur Verfügung. So können wir da wenigstens ein bisschen gleichmäßig, nicht gleichmäßig, sondern gleichzeitig arbeiten. Na, möchtest du nicht, mein Freund? Hallo? Nee, der hat nicht so die große Lust zum Pflügen, aber da musst du durch, mein guter Freund. So, und können gleich natürlich auch hier, Strohballen pressen können wir nicht, die sind noch unterwegs. Ach, das dauert also noch. Was macht eigentlich unser Kuhstall? Da haben wir noch unsere 3, die sind hier auch schon fast so weit, dass wir sie richtig gut wieder abkalben können. So, was wurde jetzt so alles fällig? Milch kam rein, Weizen kam rein, Wintergerste. Ja, das ist schon mal gut. Bringt uns ja auch in unserer Statistik weiter. Ja, 53, jetzt 13.000. Also im Moment schwächelt's ein bisschen. Da hoffe ich, dass sich das aber doch bald widerlegt. Deswegen werden wir mal hier ein bisschen nach vorne gehen. So, Strohballen einsammeln. Jetzt kann's richtig losgehen. Denn jetzt haben wir hier das Schlimmste hinter uns sozusagen. Werden jetzt hier gleich mal Strohballen wieder pressen. So, eine Garnitur da reinschmeißen. Wunderbar. Hier Strohballen pressen. Da können wir dann die zweite Garnitur reinschmeißen. Oh, die sind alle beschäftigt. Dann wird das ein bisschen länger dauern, weil die Dame braucht erfahrungsgemäß durch ihre mangelnde Erfahrung noch einen Tag länger. Oh, und hier kann man noch Strohballen einsammeln. Das macht auch mal einer der etwas neueren Mitarbeiter hier. Und der letzte Traktor ist im Einsatz. Und, oh, 4 Tage. Naja, gut, egal. Jetzt haben wir hier richtig wieder das absolute Multitasking. 6 Felder werden gleichzeitig bearbeitet. Viel besser geht's eigentlich nicht. Und, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir das hier am schnellsten über die Bühne kriegen. Der Pflug ist fertig. Kann also gleich die Saatbettmaschine hinterher. Das hat hier der Herr Trombach gemacht. Gut, dann kann der auch gleich die Saatbettmaschine mal bedienen, beziehungsweise mal über das Feld ziehen. Hier unten ist das Pflügen auch fertig, der kam auch gerade zurück, wunderbar. Ach klar, der Herr Nackis, auf den ist ja auch Verlass, der ist ziemlich schnell. So, und auch hier gleich wieder weitermachen. Ihr seht, das geht hier jetzt im Non-Stop-Betrieb, so wie es in der richtigen Landwirtschaft auch ist, zur Hochsaison, da brummt's halt einfach. Und wo geht's jetzt als nächstes weiter? Da erstmal noch nicht groß.
Gucken wir nochmal kurz ins Lager. Also, nach Möglichkeit wäre jetzt Roggen, Hafer, Mais und Silage fällig. Da müssen wir mal gucken. Da wurde wieder ein bisschen was abgeholt. Das ist schon mal sehr gut. Bringt uns ja wieder gutes Geld. Nämlich hier den Wert nach oben. Der ist ja ausschlaggebend für uns, die Einkünfte. Da müssen wir schauen, dass wir viel erreichen, um halt auch schnell hier aufzusteigen. Denn das zieht sich sonst wie Kaugummi. Und ich möchte ja auch mal ein bisschen mehr als nur Gärtner sein. Deswegen pflüge ich jetzt auch hier gleich weiter. So, haben wir die Pfluggarnitur schon wieder frei. Das ist perfekt. Und als nächstes dürfte eigentlich hier oben die Saatbettbereitung durchlaufen. Und die Strohballen pressen, ja, die gehen aber auch ziemlich schnell. Da ist wohl auch einer unserer Profis hier am Werk. 19 Tonnen Stroh haben wir eingelagert, da müssen wir auch mal gucken. Ja, da ist noch ein bisschen Kapazität mit dem Stroh, da geht noch ein bisschen was. Dann sammeln wir jetzt hier mal schnell Strohballen ein. Ja, der will wieder nicht. Eieiei. Hallo, Traktor vorne. Und du willst doch wetten, dass du willst, du hast zu wollen. Dankeschön. So, aussehen. Wir gucken mal, was jetzt noch geht. Wintergerste, Sommergerste, ist klar, geht nicht mehr. Der Herr Trombach, der möchte sich der Sache mal annehmen. So, und wir gucken jetzt nochmal rein. Also Roggen wäre mal ganz gut. Der wäre ganz wichtig. Das werden wir auch mal starten hier. Und hier müssen wir auch dann nochmal ein bisschen nachdüngen, denn wie gesagt, das Kalium, oh, das erholt sich sogar durch das Pflügen. War eben auf 33%, ist jetzt auf 34% hoch. Da hat sich wohl ein bisschen der Boden regeneriert, das ist auch gut. Das heißt, da warten wir erstmal, vielleicht entwickelt sich da ja noch was zu unseren Gunsten. So, Mais wird auf alle Fälle auch nochmal ein wichtiger Punkt werden. 35, tatsächlich, es geht nach oben. Durch das Pflügen wird also das Feld so umgewälzt, dass ein bisschen die Nährstoffe wieder vertauscht werden. Das ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Ja. Hier den Überblick zu behalten ist gar nicht so leicht. Da kommt jemand vom Strohballenpressen zurück. Das ist da oben gewesen. Das ist gut. Dann können wir hier gleich pflügen. Einmal den Pflug bitte hier rein. So, 2 Tage. Ja, das ist eine gute Zeit. Da kommen die nächsten Strohballen, die bestellten zurück. Oh, die Ballenpresse überholt den sogar noch. Ja, wunderbar. Dann können wir hier gleich die Strohballen einsammeln. Ja, ich sag ja, das geht wie am Fließband hier jetzt. Oh Mann, das ist mit den Mitarbeitern, dass sie das nicht so möchten. Das ist echt nervig, auf Deutsch gesagt. Irgendwie muss man genau in den Slot, damit das auch nur einigermaßen hinhaut. So, hier können wir gleich pflügen. Da haben wir noch eine Garnitur frei. Jetzt macht mal eine von den neuen. Oh, noch ein Pflug frei. Da hinten ist noch ein Pflug zur Verfügung und ein Traktor. Perfekt, und los geht's. So, wir gucken noch mal kurz bei den Kühen rein. Ja, da tut sich natürlich im Moment noch nicht allzu viel. Allerdings werden hier jetzt gleich ein paar Kühe fällig. Mal schnell schauen. Ja, das rabbelt durch, aber wir müssen noch hier unsere Felder auf alle Fälle hier im Auge behalten. Das ist nämlich ganz wichtig. So, das sieht soweit gut aus. Hier müssen wir die Saatbettbereitung mal noch machen, dass wir hier auch wieder neu einsehen können. Mann. Bleib doch einfach drin, Trottel. So, das Pflügen hier ist auch fertig. Dann können wir da auch gleich die Saatbettbereitung durchziehen. Oh, da wurde Mais fällig. 9.800 Euro. Das bringt ja mal richtig was rein. Oh, Herr Nagis, zeigt doch mal den Anfänger, wie das hier funktioniert. Ne? Wieso willst du da nicht rein? Oh, yeah. Also das ist so ein bisschen Manko von dem Spiel, dass das mit dem Reinziehen nicht wirklich so optimal klappt. So, jetzt gucken wir aber erstmal nach dem Kuhstall. Hier sind ja ein paar fällig geworden. Die ganz frischen, die bringen wir auch gleich raus. Oh, unser Kalbfleischlager ist voll. Das ist natürlich jetzt etwas schwierig, denn es kommt einiges Neues jetzt noch an Kühen rein. Das heißt, wir sollten mal kurz im Handelsmarkt nach Kalbfleisch gucken, ob da was mit einem einigermaßen vernünftigen Preis ist. Ja, 3 Tonnen, 1,53 Euro, 29.05. Das ist ganz okay. Hier wird im Oktober erst was fertig. Nehmen wir aber ruhig auch schon mal an. So. Wo sind wir da? Da pflügen wir noch schnell. Ja, also die Feldbearbeitungsphase ist immer so ein bisschen hektisch, dass man hier guckt, schnellstmöglich alles durchzukriegen. So, hier können wir in der Zeit aber mal in Ruhe Gülle ausfahren. Das kann mal der neue Kollege hier machen. Ein Traktor sollte noch frei sein. Jawohl. Wunderbar.
Das passt. Pause raus und einmal bitte auffüllen das Ganze. So, Nachwuchs in großer Kuhstall. Ja, da fängt's jetzt an zu rattern. Und wie sieht's mit den Einnahmen aus? 49.000. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Nächster Nachwuchs und aussehen können wir. So, Silage müssen wir machen. Beziehungsweise ich gucke noch mal ganz schnell ins Lager. Was könnte man noch gut gebrauchen? Roggen oder Mais wäre noch nicht schlecht. Dann nehmen wir doch erstmal noch den Roggen. Denn das ist ein kleines Feld, da können wir aber noch mal ein klein bisschen mit auffüllen. So, wollen ja gucken, dass wir nach Möglichkeit alles gleichmäßig voll haben, um eben alle Angebote hier bedienen zu können. Und die nächsten Felder, die jetzt hier fällig werden, sprich das Bliesdorfer Bögner und das Ehrener Feld, das werden wir mit Silage vollkloppen, dass entsprechend auch das Lager wieder ein bisschen gefüllt wird. Ja, und da kommt der nächste Nachwuchs im Kuhstall. Noch ein Nachwuchs. Wann hatten wir jetzt eigentlich die... wann war das Kalbfleisch? Ach, am 29.05. Das ist noch eine Zeit lang hin. Wir gucken mal, wie es aussieht. Oh ja, also wir können ruhig ein bisschen Kalbfleisch verkaufen. Für 80 Cent bringt das wenigstens auch ein bisschen Geld rein. Ist ja nicht viel, aber immerhin. Ja, dann schlachten wir nämlich auch gleich wieder die Tiere, die wir nicht brauchen. So haben da ein bisschen Puffer und trotzdem das Lager gefüllt. So, hier ist die Saatbettbereitung fällig. So. Einmal die Saatbett-Kombi da rein. Und los geht's. Gut, der ist soweit auch fertig hier. Die Gülle wird ausgefahren, ist bald soweit. So, wir haben gesagt, Silage. Ja, da haben wir nämlich gar nichts mehr im Lager und das gar nichts ist nicht viel. Also das müssen wir natürlich ein bisschen verbessern. So, kann da loslegen. Wo ich jetzt nochmal gucken will, ist Stroh. Wir sind mit dem Stroh ziemlich weit voll und alles, was wir jetzt eingesät haben, wird eine Menge Stroh bringen. Auch da werden wir dementsprechend mal ein bisschen verkaufen, auf dass wir dann hier ein wenig Geld hereinbekommen. So, hier ist alles soweit wieder aufbereitet und gedüngt, das ist gut. Hier können wir eigentlich auch nochmal Gülle ausfahren, um das Feld noch ein bisschen nachzudüngen. Wäre gar nicht verkehrt. Da haben wir auch bestimmt noch einen Kollegen frei. Sodele. Treckerchen davor. Und dann schieb ab, Mädchen. Gut, jetzt haben wir hier das soweit fertig. Zwei Felder müssen wir noch fertig machen. Dann sind wir soweit sozusagen mit der nächsten Wachstumsphase dran. Hier haben wir schon mal die Saatbettbereitung. Einmal bitte im Eiltempo. Frau Fischer, wir haben nämlich nicht viel Zeit. Uns rennt sozusagen die Erntesaison unterm Arsch weg. Und da wollen wir natürlich schauen, dass wir das schnellstens hinkriegen. Termingeschäfte laufen weiter wunderbar, so nebenbei erwähnt, denn wir sind schon bei 118.000 Euro. Das ist also ein absoluter Bombenmonat. Der bringt uns natürlich um einiges schneller voran. Und ich denke mal, oh, jetzt kommen sie ja alle wieder zurück auf einen Schlag. Das ist sehr gut. Ja, hier können wir Gülle ausfahren. Gleich mal das Feld noch ein wenig düngen. Oh, schöner Güllestreuer, ne? Hoffentlich nicht der für 8500 Liter vom Landwirtschaftssimulator, sonst müssen wir dauernd nachfüllen. Scheint aber so ein kleiner zu sein. Ja, hier unten kommen ja dann die großen Geräte, aber das kriegen wir erst, wenn wir Bauer sind. Das ist halt blöd und da fehlt uns noch ein bisschen was dazu. Wir müssen erstmal jetzt auf 7 Millionen hin. Oh, vor lauter Erzählen hätte ich hier fast das Einsehen vergessen. Kurz nochmal ins Lager schauen. Mais kommen nochmal 26 Tonnen. Das sollte eigentlich ausreichen. Hafer ist okay. Roggen haben wir jetzt auch nochmal angesät. Da könnte aber auch noch ein bisschen mehr. Ah ne, da haben wir zweimal Roggen. Gut, dann kümmern wir uns auch hier um die Silage. 28 Tonnen. Das wird unser Lager doch füllen, sodass wir auch wieder mal ein paar Termingeschäfte entsprechend wahrnehmen können. Und das bringt uns natürlich auch noch ein bisschen Stroh zusätzlich. Also wir haben da nur Riesenvorteile von. Gut, das ist soweit alles klar. Schauen wir nochmal schnell im Kuhstall, wie sich's aussieht. Ja, die drei Tiere sind bald soweit. Zwei brauche ich doch nur noch, also schlachten wir doch gleich nochmal eine. Habe ich doch eine fast übersehen hier. Oh, und hier besamen wir gleich mal wieder ein Eckelchen nach. So, ach, ich liebe Besamen. Also hier im Stall die Kühe da so, ne? Also nicht, dass ihr da irgendwas Falsches denkt.
So, und auch hier können wir, nee, können wir noch nicht. Der Güllemensch ist gerade eben erst nach Hause gekommen. Ja, dann kann er aber auch gleich wieder losfahren. Aber diesmal macht es mal der Herr Nagis. Die Leute sollen in ihrem Job doch auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Sodele. Gut, wunderbar. Es klingelt wieder geschmeidig. Es kommen wieder ein paar Termingeschäfte rein. Hafer, Milch und Stroh. Ja, das ist wunderbar. So, hier müssen wir noch einsehen. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Oder? Ziehen wir das noch schnell durch? Ja, komm, das ziehen wir jetzt noch schnell durch. Gehen auf die Silage. Die 2 Sekunden haben wir jetzt noch. Und das muss einfach sein. Damit haben wir nämlich dann alle Felder soweit schon mal hier wieder eingesät. Wir lassen halt einfach ein bisschen schneller vorlaufen. In der Zeit kommen noch ein Haufen Termingeschäfte rein. Und alles ist erledigt. Wir sind soweit durch. Ich bin jedenfalls schon mal happy, dass wir die nächste Wachstumsphase hier am Laufen haben. Unsere Finanzen 144.000, das ist natürlich ein super Einkommen. Aber auch da müssen wir natürlich gucken, dass wir weiterkommen. Und werden dann auch in der nächsten Folge noch ein paar Termingeschäfte uns an Land ziehen, nachdem das Lager sich ja jetzt gefüllt hat. Ich sag aber für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ups, noch schnell speichern. Servus und tschüss.